Das heißt, du hast dir die Lippe und die Nase selbst aufgespritzt? Ja, ich habe mir die Lippe und die Nase selber aufgespritzt. Normalerweise würdet ihr heute Pablo sehen. Der ist aber leider krank, deswegen springe ich heute als Gastreporterin ein. Ich bin Valeria und Leute, ich bin ehrlich mit euch. Lange Zeit wollte ich eine Schönheits-OP haben. Ich wollte, dass meine Nase so ein bisschen gerader wird. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Und Stefan, den lerne ich heute kennen, bei ihm sieht es da so ein bisschen anders aus. Ich denke zum Beispiel so, hey, die hat schöne Wangen, die hätte ich auch gern. So, oh, seine Augen, die sind schön, so hätte ich es vielleicht auch gern. Stefan ist seit seiner Jugend krass fasziniert von Schönheits-OPs und sagt, dass er schon viele tausende Euro dafür ausgegeben hat. Ich will verstehen, woher kommt der Wunsch, sich unter das Messer legen zu wollen und wie wurde Stefan zu dem Menschen, der er heute ist? Eure Fragen habe ich natürlich auch dabei. Herzlich willkommen zu Follow Me Reports. Hallo, hey. Schön dich kennenzulernen. Ich gehe mal hier drunter, okay? Ja, gerne, gerne. Erzähl mal, wo sind wir jetzt hier gerade? Wir sind jetzt hier in meiner Heimat, wo ich damals aufgewachsen bin. Und ja, war eine interessante Zeit hier. Okay, und was ist so für heute geplant? Heute fahren wir zu meiner Mutter, also zu meinem Elternhaus. Und außerdem zu meiner alten Schule, weil da sind auch so ein paar Sachen passiert. Okay. Und ja. Wollen wir direkt ins Trockene flüchten? Sehr gerne. Okay, let's go. Mama hat uns tatsächlich auch schon Kaffee und Kuchen vorbereitet. Erzähl mal, worüber möchtest du mit uns heute sprechen? Also ich möchte einfach über meine plastischen Eingriffe reden, weil mein Ziel ist es halt wirklich, irgendwann richtig künstlich auszusehen. Und wir sind halt deshalb auch hier bei mir in meiner Heimat, weil es kommt natürlich auch irgendwo her, dieses Ziel, mich komplett zu verändern. Und warum war es dir so wichtig, deine Geschichte zu erzählen? Jetzt vor allem, wo ich mich halt so verändert habe und mich noch weiter verändern will, kriege ich halt sehr viel Hate, vor allem auch im Internet und auch auf der Straße manchmal dumme Blicke oder Kommentare. Mhm. Und ich denke mir so, warum? Ich tue ja keinem weh mit meinen Eingriffen. Und da würde ich gerne mal den Menschen ein bisschen Klarheit geben, oder auch Akzeptanz für mich vermitteln oder für andere Leute, weil ich es einfach nicht verstehe, mit so viel Hass konfrontiert zu werden. Hey, Stefan! Hallo, schön, Hallo. Sie kennenzulernen. Mich würde ja mal interessieren, wie war Stefan so als Jugendlicher? Ja, irgendwie revolutionär im Vergleich zu den anderen, ja. Und ich war mir da nicht sicher, gilt es jetzt, um zu rebellieren oder um aufzufallen? Ich würde ja gerne mal sehen, wie du aussahst früher. Also das Foto ist tatsächlich von der Zeit, bevor ich auch mit den Lippenunterspritzungen angefangen habe. Wie fandest du dich denn auf den alten Bildern früher? Also, was siehst du hier? Ich finde mich nicht hässlich. Ich sehe ja natürlich hübsch aus und so. Aber ich meine, mir persönlich sind die Lippen hier definitiv zu klein. Ich meine, da sind keine Lippen vorhanden. Wann war so das erste Mal, dass er dir was erzählt hat von diesem Schönheits-OP-Thema? Mit 17 ist er nach Berlin gegangen, ja. Und da wollte er seine Nase korrigieren lassen. Also er hat vorher mit dir darüber gesprochen? Ja. Und hast du auch was dagegen gesagt? Da ist man ja noch nicht volljährig mit 17. Ja, ja, klar. Natürlich, man sagt sich als Mutter, warum muss er da eine Veränderung herbeiführen? Er ist gesund, wer weiß, was bei so einer OP passieren kann. Dann hat er eine krummere Nase wie vorher. Man macht sich alle möglichen Gedanken, natürlich. Aber ich muss sagen, man sieht auch irgendwann mal ein, es bringt nichts, egal was du sagst. Er wird es weitermachen. Und hast du dir auch Sorgen gemacht oder hattest du Angst? Ich habe mir natürlich Sorgen gemacht und ich hatte Angst. Ich weiß, wo er seine Nase korrigieren lassen wollte. Ich meine, es war ein Nasenscheidewandproblem, aber dann hat er halt gesagt, ja, dann lass mal halt die Nase auch gleich begradigen, den Buckel. Und da weiß ich, ich habe furchtbar geheult. Ja? Das muss doch nicht sein, lass das doch. Aber er macht jetzt sein Ding. Und wie ging es dir, als du deine Mama hast weinen sehen? Das macht einen natürlich traurig, auch mich traurig. Ich meine, gut, klar, ich bin ihr Sohn. Aber sie muss doch auch verstehen, ich möchte das für mich machen und ich tue ihr eigentlich auch nicht damit weh. Ich kriege im Internet halt auch oft so Kommentare bezüglich meiner Mutter, wo halt viele sagen, oh mein Gott, wie muss sich seine Mutter fühlen? Sie hat ihm dieses Gesicht geschenkt. Ich glaube auch mittlerweile ist auch meine Mutter so, dass sie versteht, dass es mir nicht darum geht, dass ich ihr angeborenes Gesicht von mir weghaben will. Darum geht es ja auch überhaupt nicht. Sondern sie hat mittlerweile, glaube ich, auch einfach verstanden, dass es eben das ist, was mich glücklich macht. Also hat sie auch selber gesagt. Das waren ja jetzt die alten Fotos. Hast du auch ein paar neuere oder welche direkt nach der OP oder so? Ich habe tatsächlich Fotos von meiner letzten OP. Da habe ich mir einen Liplift machen lassen und einen Cat-Eye-Lift. Also sozusagen, dass die Oberlippe noch ein bisschen größer wird und die Augen eben so katzenmäßiger steil nach oben gehen. Das sieht ziemlich schmerzhaft aus. Es hat auch wirklich extrem wehgetan. Also vor allem das Cat-Eye-Lift war wirklich sehr schmerzhaft, weil es war auch ohne Vollnarkose. Es ist sehr viel Blut geflossen und das war auch wirklich unangenehm. Und aber auch der Heilungsprozess von beiden OPs war wirklich schmerzhaft. Leider ist dieser Effekt mittlerweile auch abgeklungen. Das heißt, du hast diese ganzen Schmerzen gehabt und der Effekt ist jetzt schon weg? Kann man so sagen, ja. Aber das Ding ist halt, ich muss es ja leider noch mal machen, wenn ich wieder so aussehen will. Gibt es nichts, wovor du richtig Respekt hast oder wo du sagst,
das ist mir zu krass, das ist zu gefährlich? Also nein, tatsächlich nicht, weil es eben dazu gehört. Und ich meine, es gibt immer Risiken im Leben. Also jetzt nicht nur bei Schönheits-OPs, bei allen Sachen kann was schief gehen. Auch beim Autofahren. Also ich finde, das kann man ja nicht so ganz vergleichen, weil da gehst du ja das Risiko bewusst ein. Das ist ja beim Autofahren nicht so. Also vor den Risiken jetzt bei der OP weniger, weil das war ja auch ein kleinerer Eingriff, sagen wir es mal so. Also es gibt größere Sachen. Ich habe tatsächlich eher wieder Angst vor den Schmerzen. Und ich glaube, das nächste Mal würde ich es in Vollnarkose machen lassen. Mhm. Okay. Und deine Nase blutet da auch, oder? Genau, weil da habe ich mir einen Liplift machen lassen. Das, sprich, es wurde mir Haut unter der Nase weggeschnitten. Und die Wundheilung bei der OP war wirklich ein bisschen dramatisch. Also bei jeder kleinsten Bewegung ist mir eigentlich die Naht wieder aufgerissen und dann hat es wieder angefangen zu bluten. Oh Gott. Das war nicht so schön. Mhm. Aber ja, das, was macht man nicht alles für seine Träumchen? Und du bist ja noch nicht am Ende, ne? Nein, definitiv nicht. Also ich habe noch einige OPs geplant. Weil ich halt doch noch von meinem Schönheitsideal extrem weit entfernt bin. Und wie ist das so, das so zu hören? Das hilft nichts. Da gibt es so einen Ausdruck, radikale Akzeptanz. Du kannst daran nichts ändern. Du kannst ihm vielleicht noch ein schlechtes Gewissen einreden, aber bringt ihm das was? Nee. Nee, er würde auch keins mehr, kein schlechtes Gewissen kriegen, weil er zu sich steht. Wie viele OPs bzw. Eingriffe hattest du insgesamt? Also wenn wir jetzt allgemein über Eingriffe reden, hatte ich mindestens schon über 100. Aber so richtige OPs mit Schnippschnapp und Blut waren es ungefähr 7. Also die erste OP, das war meine Haartransplantation. Und allein die Lippen habe ich locker 60 Mal behandeln lassen. Und ich glaube auch, also allein für die Lippen habe ich schon mindestens 10.000 Euro ausgegeben. Okay, und wie finanzierst du dir das? Ich muss sagen, ich habe einen ganz guten Job. Da verdiene ich ganz gut. Und ich meine tatsächlich, meine Mutter hat mir auch schon mal geholfen. Hast du Vorbilder, wo du sagst, das ist so ein bisschen, es geht so in die Richtung, in die du auch willst? Es gibt natürlich viele ikonische Leute, wie zum Beispiel Jessica Alves, Jocelyn Wildenstein. Ich bin mehr so, dass ich mir so das Beste von jedem rauspicke. Ich denke zum Beispiel so, hey, die hat schöne Wangen, die hätte ich auch gern. So, oh, seine Augen, die sind schön, so hätte ich es vielleicht auch gern. Aber ich will ja schon so mein eigenes, können wir fast sagen, Kunstwerk erschaffen. Mhm. Und du hast schon die nächsten OPs geplant? Yes. Was als allernächstes, glaube ich, anstehen wird, ist meine Magenverkleinerung, weil ich habe ja doch so ein bisschen Gewichtsstruggle. Und das Problem ist, ich will ja zum Beispiel auch einen Brazilian Buttlift haben, also einen größeren Hintern. Und was ist, wenn es nicht gut geht? Also ich hoffe natürlich nicht, dass das passiert. Wir müssen ja einfach positiv bleiben. Und ja, ich meine, natürlich macht man sich Gedanken und denkt so, soll ich das Risiko eingehen? Aber ich möchte dieses Risiko eingehen, weil es halt auch einfach zu meinem Weg dazugehört. Würdest du es im schlimmsten Fall in Kauf nehmen, dass du dadurch deine Gesundheit kaputt machst? Naja, ich meine, irgendwie habe ich das ja auch schon getan. Ich meine, ich habe mir zum Beispiel meine gesunden Zähne abgeschliffen und mir Kronen drauf machen lassen. Also ich habe seitdem nur Zahnschmerzen. Das war natürlich jetzt auch schon was, was meine Gesundheit eigentlich eingeschränkt hat und nicht das Schlauste war. Aber ich hoffe natürlich, dass ich durch diese OPs nicht krasse gesundheitliche Folgeschäden davon tragen werden. Glaubst du, du wirst jemals aufhören und vielleicht auch einfach mal zufrieden sein mit den ganzen Sachen, die du gemacht hast? Also ich hoffe es. Ich hoffe es. Allein aus finanziellen Gründen. Und ich meine, es wäre natürlich schön, wenn man irgendwann im Leben diesen Punkt der Zufriedenheit erreicht und denkt, jetzt reicht's. Also ich habe auf jeden Fall verstanden, dass Stefan super offen über seine ganzen Eingriffe spricht. Auch über Eingriffe und Operationen, über die viele Leute vielleicht eher nicht sprechen würden. Aber über Risiken, da redet er irgendwie nicht so drüber. Und er teilt das Ganze ja auch offen auf Social Media. Und ich möchte wissen, ob er da auch nicht so über die Risiken spricht und ob er sich seiner Verantwortung bewusst ist. Du zeigst das alles ja auch sehr offen auf Social Media. Ja. Ich wollte mich jetzt nochmal melden, wo ich zu Hause bin. Ich glaube, ich hatte noch nie so dicke Wangen, auch wo sie mir die Weisheitszähne rausgenommen haben. Also ich sehe gerade aus wie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich werde mich jetzt erstmal hinlegen. Wann hat das bei dir angefangen, dass du das gepostet hast? Also richtig mit Social Media habe ich auch wirklich erst mit meinen Angriffen angefangen. Also ich glaube, das war 2017. Wo siehst du da vielleicht auch deine Verantwortung, auch als Vorbild? Also ich meine, ich mache zu meinen OPs meistens schon dann auch Fragerunden, ob die Leute Fragen haben zu Risiken und so. Aber ich meine, ich werde jetzt nicht einen Post machen nach meiner OP und sagen, das sind die Risiken, das sind die Nebenwirkungen. Also die Leute müssen sich schon danach fragen und ich versuche aber schon zu vermitteln, hey, keine OP ist ohne Risiko. Hast du schon mal jemandem von etwas abgeraten? Also tatsächlich ja. Ich meine, ich hatte ja zum Beispiel auch dieses Cat Eye Lift. Und dann haben mich auch, es gibt ja verschiedene Methoden, das zu machen. Und dann haben mir Leute auch gesagt so, hey, wo hast du das machen lassen? Ich will das auch machen.
Und ich habe den Leuten dann gleich gesagt, spar dir die Schmerzen und das Geld, weil du wirst am Ende, glaube ich, nicht damit zufrieden sein. Hast du schon mal einen Filter an dir gesehen und dir gedacht, so würde ich gern aussehen? Ja. Ja, vor allem in der Anfangszeit, wo diese Filter ja vor ein paar Jahren kamen, waren wirklich die Filter eigentlich Vorbild dafür, wie ich mich unter anderem operieren lassen möchte. Weil ich mir dachte so, oh, da sind die Augen aber schön, deshalb auch das Cat-Eye-Lift. Weil bei sehr vielen Filtern werden eben die Augen auch so ein bisschen Cat-Eye-Lift-mäßig gemacht. Und wenn man das halt bei vielen Leuten sieht und es sieht gut aus, dann denkst du dir eben auch, hey, bei mir sieht es doch vielleicht auch gut aus. Was glaubst du, woher kommt dieser Wunsch, sich überhaupt operieren zu lassen? Also ich glaube, bei mir war das halt wirklich so, weil ich mich in meiner Kindheit immer verstecken und anders sein musste und nicht der sein konnte, wie ich will, dass ich jetzt, wo ich mein Selbstbewusstsein habe, viel mehr Lust habe, auch die Leute zu provozieren und eben erst recht aufzufallen, weil ich mir denke so, fuck you. Wir treffen ja jetzt gleich noch deine Schulfreundin. Ja. Da können wir noch ein bisschen genauer über deine Vergangenheit hier in diesem Dorf sprechen. Gerne. Hi, grüß dich. Hi. Schön, dich kennenzulernen. Grüß dich, ich bin die Savi. Wir sind ja jetzt hier bei euch an der Schule. Wie hast du Stefan in der Schulzeit wahrgenommen? Stefan habe ich in der Schulzeit als total lustigen, sehr hilfsbereiten, freundlichen Typen wahrgenommen. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt in seiner Gegenwart, weil er wirklich ein sehr warmherziger Mann ist, der mich früher immer viel getragen hat, wo es mir auch nicht gut ging. Was man natürlich schon gemerkt hat, ist, dass er auch einfach Probleme hatte in der Schule, vor allem eben mit Mitschülern, die ihn halt einfach auch ausgeschlossen haben. Und wegen was wurdest du ausgegrenzt? Also ich meine, ich habe halt natürlich viel mit den Mädchen gechillt und so. Und dann wurden natürlich gleich immer so Sachen gesagt, so, der ist schwul und so. Ich weiß nicht, ob die ein Problem damit hatten, dass ich halt mit den Mädchen gechillt habe oder so. Man wurde hier schon verarscht, wenn man seine Nägel so gezeigt hat, oh, der ist schwul und so. Ich habe mich hier nie geoutet. Das war dann wirklich erst, wo ich nach Berlin gezogen bin. Weil ich glaube, dann wäre die Schulzeit hier erst recht eine Hölle gewesen. Und ich meine, einmal wurde ich auch grundlos von einem Schüler einfach in den Bauch geschlagen. Und ja, also es war wirklich keine schöne Zeit hier. Glaubst du, dass du dich deswegen vielleicht auch später krasser ausgelebt hast, weil du dich hier nicht so ausleben konntest? Auf jeden Fall. Ich glaube wirklich auch, meine OPs hängen wirklich viel damit zusammen, dass ich mich hier eigentlich jahrelang versteckt habe. Und als ich dann freier sein konnte, dass das eben alles noch ein bisschen mehr aus mir rausgesprudelt ist, weil ich diese unterdrückten Jahre sozusagen jetzt ausleben konnte. Wenn ihr dann so unter euch seid, worüber sprecht ihr dann so? Also natürlich, meistens spricht man so über alte Kindheitserinnerungen, die man zusammen gemacht hat. Aber tatsächlich irgendwie, wenn wir uns immer mal wieder sehen, spricht mich Sami natürlich auch drauf an, so, oh, was hast du jetzt schon wieder machen lassen? Ja. Okay, also die Schönheitsoperationen von ihm und die Eingriffe sind schon auch Thema. Ja, auf jeden Fall, weil das ja doch eine Welt ist, würde ich sagen, die mir nicht so bekannt ist und für mich auch total neu, weshalb ich da schon nachfrage, ganz offen. Mhm. Und entsprechend vielleicht auch mal offen reagiere. Habt ihr euch eigentlich auch schon mal überlegt, eine Schönheitsoperation machen zu lassen? Oder habt ihr vielleicht schon eine machen lassen? Dann schreibt uns das mal bitte in die Kommentare. Du hast ja gerade gesagt, dass du seine OPs ja auch kritisch siehst. Ja. Was genau findest du denn kritisch? Ja, das sind halt irgendwie immer medizinische Eingriffe und mir fehlt oft die Notwendigkeit einfach. Also die Gefahr, dass was passieren kann, ist ja immer vorhanden. Mhm. Und man kann ja nie pauschalisieren, wie der Körper reagiert. Tun ihm die OPs deiner Meinung nach noch gut? Also ich könnte mir das gar nicht anmaßen, das zu beurteilen, weil es ja seine Wahrnehmung ist, warum er sich operieren lässt und ich meine, er hat seine Gründe. Machst du dir denn jemals Sorgen um ihn? Ja, manchmal schon, weil es ist und bleibt ein Eingriff, ein medizinischer Eingriff. Und der Körper wird jedes Mal eben auch auf irgendeine Art und Weise belastet. Mhm. Und es gibt einfach auch Risikofaktoren, die diverse Probleme wie Thrombosen oder so auch auslösen können. Und wie geht's dir damit, wenn du hörst, dass sie auch nicht alles immer so gut findet und dass sie sich Sorgen macht? Natürlich ist es nicht schön, dass sie sich Sorgen macht, aber im Endeffekt ist es halt trotzdem mein Leben. Und ich möchte das halt auch gern so leben und so gestalten, wie ich eben bin. Und ich bin mir der Risiken bewusst. Und da muss ich halt auch meinen Weg gehen. Eine Sache würde ich aber trotzdem gerne noch von dir wissen. Und okay. Zwar habe ich da diesen Beitrag gesehen, wo du erzählt hast, dass du dir selbst Filler gespritzt hast. Okay, ja. Und das würde ich mal gerne mit euch anschauen. Na gut. Was mir tatsächlich schon mal passiert ist, als ich mir die Nase aufgespritzt habe, habe ich zu viel Präparat in die Nase gespritzt und seitdem drückt es immer noch auf einen Nerv, weshalb ich unter dem Auge immer Schmerzen habe. Warum hast du es nicht von einem Arzt machen lassen?
Das war tatsächlich so, weil ich mit meinen Wünschen bei den Ärzten so extrem war, dass sich öfters Ärzte geweigert haben, mir das Präparat zu spritzen, was ich eben haben will, also festere Präparate. Aber diese festeren Filler, die sind ja auch für andere Körperteile gedacht, oder nicht? Genau, also diese festeren Filler sind halt auch für Orte im Gesicht oder am Körper gedacht, die eben mehr Stabilität brauchen, zum Beispiel für die Wangen oder teilweise auch für den Hintern. Den kann man ja auch mit Fillern bearbeiten. Weil, wenn man eben diese festeren Filler in die Lippen macht, ist die Lippe halt nicht mehr so weich und fühlt sich nicht mehr so echt an. Aber das Problem war halt, das war mir egal. Ich brauche keine weiche Lippe, ich will eine große Lippe haben. Aber jetzt hast du von der Lippe gesprochen und vorher haben wir von der Nase gesprochen. Das heißt, du hast dir die Lippe und die Nase selbst aufgespritzt. Ja, ich habe mir die Lippe und die Nase selber aufgespritzt. Wie findest du das denn, dass er so weit gegangen ist? Mit dem selber Spritzen? Ich finde das ehrlich gesagt echt schrecklich und auch wirklich gefährlich. Nimmst du denn trotzdem heute durch die Gespräche mit Sabrina oder mit deiner Mutter irgendwas so für dich, für die Zukunft mit? Also ich meine, ich werde mitnehmen, dass ich weiß, dass die Leute sich Sorgen um mich machen. Aber an meinen Plänen für die Zukunft und wie ich mich verändern will, wird es nichts ändern, weil ich mache das ja für mich. Und warum müssen dann andere Leute sagen, oh, früher sah er gut aus, jetzt sieht er scheiße aus? Wer sind die, mir zu sagen, wann bin ich hübsch und wann bin ich hässlich? Und das finde ich im Internet auch immer echt lästig. Man merkt auf jeden Fall so, du hast deine Meinung und an der kann irgendwie kaum jemand was rütteln. Dann kann ich, glaube ich, eigentlich nur noch sagen, Dankeschön, dass ihr zum einen so offen wart und danke, dass du mich heute den ganzen Tag so in dein Leben mitgenommen hast. Gerne, danke dir auch für deine Zeit, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe mich heute den ganzen Tag lang gefragt, ob ich irgendwie Stefan verstehen kann und habe verstanden für mich, dass ich das nicht muss und dass er am Ende des Tages ein erwachsener Mensch ist, der, egal was sein Umfeld sagt, seine Entscheidungen trifft. Trotzdem ist es mir so wichtig, nochmal zu sagen, dass wir die Risiken von Schönheitsoperationen und solchen Eingriffen nicht verharmlosen sollten und nicht vergessen sollten, was im schlimmsten Fall passieren kann. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch schon mal überlegt habt, eine Schönheits-OP zu machen oder ob ihr vielleicht sogar schon was habt machen lassen. Abonnieren nicht vergessen und hier oben kommt ihr zu einer weiteren Folge von Follow Me. Katharina hat sich hier nämlich ihre Brustimplantate entfernen lassen. Und hier kommt ihr zu einem weiteren Video aus dem Funknetzwerk. Hier klärt ein Arzt darüber auf, was problematisch daran ist, Schönheitsoperationswerbung auf Social Media zu machen.